Herzlich willkommen in der Reihe Freiheit und diverse andere Themen dazu. Und heute haben wir Lob und Freiheit. Ein ähnliches Video habe ich schon mal gedreht. Da war dann so quasi mein Schlusswort, lob dich und deine Kinder so viel wie möglich. Und heute möchte ich dir kurz, so kurz es geht, so wie es mir einfällt, Lob und Freiheit, was hat das miteinander zu tun? Wenn du Kinder lobst, dann förderst du sie eigentlich. Aber es ist nicht sinnvoll, einfach Kinder sinnlos zu loben und einfach sagen, ja, okay, wow. So nach dem Motto, wow, du hast in die Windel gemacht, das finde ich toll. Und später, wenn er dann in die Hose macht, dann sagst du, ja, mein Gott, wann lernst du endlich mal auf Toilette zu gehen? Oder nicht die Hosen voll zu scheißen oder was auch immer. Sorry, der Ausdruck, aber ja, das macht keinen Sinn. Macht auch keinen Sinn, wenn du dann erste Mal das Kleinkind quasi auf den Topf geht und du sagst, ja, wow, jetzt hast du flüssig und dick in den Topf gemacht, das finde ich super. Warum? Warum? Das ist meiner Meinung nach völlig übertrieben. Es ist viel besser, ist immer so blöd, ne? Das sind so Bewertungen, besser, schlechter, richtig, falsch, gibt es ja eigentlich nicht. Aber ich finde es sinnvoller aus meiner Sicht, dann das Kind zu loben, wenn es was tut und gelernt hat, was es noch nie getan hat, was es vorher noch nicht konnte. Oder du hast ihm geholfen, beispielsweise die Schuhe zu binden, das Hemd selber anzuziehen, die Knöpfe zuzumachen, da ein kurzes, richtig schönes Lob sagen, das hast du gut gemacht, finde ich super. Dasselbe gilt auch für die übertriebene Fürsorge, wenn es draußen kalt ist, ja, du musst Handschuhe anlegen, du musst einen Schal anlegen, du musst eine Mütze anlegen, du musst eine dicke Jacke anlegen, du musst dicke Schuhe anlegen. Nein, muss es nicht, sondern das Kind kann ja schauen, was wäre heute gut, weil es draußen regnet, draußen kalt ist. Dann lass es entscheiden. Ich meine nicht so nach Motto, du stehst vor dem Kind, tja, mein Kind, heute regnet es draußen. Was möchtest du denn anziehen? Das hat damit nichts zu tun. Das ist eine völlige Überforderung. Das Kind kann es nicht entscheiden. Ihm fehlt die Erfahrung. Da darfst du ihm helfen, indem du ihm zeigst, hey, schau mal da draußen, regnet es, da draußen schneit es, da draußen ist es kalt. Da mach vielleicht mal das Fenster auf und sag ihm, wir haben warme Jacken, probier das mal an und wenn du zu warm ist, zieh diese aus. Ja? Das ist eine echte Wahl und das ist eine echte Förderung von Selbstständigkeit und die Kinder quasi in Anführungszeichen zu erziehen, respektive beizubringen, wie sie sich entscheiden können. Das meine ich mit Kinder loben und nicht das übertriebene Loben, das ich da manchmal sehe in den, keine Ahnung, bei Spaziergängen oder in den Einkaufszentren. Da frage ich mich manchmal, was haben die für eine Perspektive, was haben die für ein Weltbild? Und dann, wenn es irgendwas gerne möchte, dann zu sagen, nein, das gibt es jetzt nicht und auch nicht erklären, warum es das nicht gibt. Und nicht die blöde Ausrede, wir haben kein Geld, das gibt es jetzt nicht. Das ist dumm. Dann erziehst du das Kind in Mangel. Auch nicht wirklich ideal. Du siehst, es fällt mir relativ viel ein. Wir müssen das ein bisschen bremsen, weil es geht ja grundsätzlich ums Loben. Und was bei Loben auch nicht vergessen werden sollte, ist, dich selber ab und zu loben, wenn du was erreicht hast, wenn du was getan hast, das dir zwar bis oben hin ja nicht wirklich schmeckt oder du mit Widerwillen getan hast und trotzdem es durchgezogen hast und du hast es erfüllt, also so nicht nach dem Motto, wer A sagt, muss B sagen, das meine ich nicht, das finde ich der größte Blödsinn, weil wenn du auf der Strecke von A nach B herausfindest, du willst B gar nicht oder du willst B überhaupt nicht erreichen, dann entscheide dich, das Ganze abzubrechen. Dafür kannst du dich dann auch loben, das ist dann auch lobenswert, weil das zeugt ja auch, dass du dir gegenüber treu bleibst. Und wenn du dir treu bleibst, wirst du automatisch vom Universum, wenn man so will, gelobt. Also, loben ist sehr wichtig für Dinge, die du erreicht hast,
lobe dich oder belohne dich auch für Dinge, die du erreicht hast, ob du sie wolltest oder nicht. Das spielt eigentlich keine Rolle, weil wenn du was bekommen hast vom Universum, dann kannst du dich auch loben, denn du hast das so oder so in bewusst oder unbewusster Form bestellt. Aber dafür machen wir vielleicht mal ein anderes Video, so Bestellungen und Freiheit. Also, wann hast du dich das letzte Mal gelobt und was findest du, wann sollte man sich loben, wann sollte man seinen Partner, seine Partnerin loben oder seine Kinder? Würde mich sehr interessieren, ab in die Kommentare. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.